Hallo, grüß euch ihr Lieben. Ullis, ja. Bin heute zurück an meiner Stelle vom letzten Mal. Also der Bach hat ordentlich Wasser. Lass mal sehen, dass ich hier ordentlich rüberkomme. Und dann da wollte ich ein bisschen waschen. Aber erst mal sehen. Mal gucken, wo ich die hinlegen kann. Nun ja. Also wenn ich alles fertig habe und vorbereitet habe, geht es dann weiter. Erst mal hier rüberkommen. Bis gleich, Jungs. So, Grüße den Boy. Ist folgendes. Ich wollte ja heute eigentlich ursprünglich die prospektierte Stelle mit der Royal ein bisschen bearbeiten. Aber der Wasserstand ist wirklich so extrem heute. Ja, da bin ich unten nicht mal rübergekommen. Und naja, ich hatte noch so eine halbe Bavaria dabei, die halbe, weil ich die eigentlich hinten dranlegen wollte an die Royal. Zwecks, falls doch was verloren geht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Nun mache ich halt hier ein bisschen mit der halben Rinne. Ein bisschen einfach so, ohne zu sieben. Ein bisschen schaufeln. So. Wollen wir mal sehen, was da passiert. Rein hier, so große Kiesbank. Paul kennt sie wahrscheinlich noch. Ja. So mache ich das jetzt hier ein bisschen. Oh, hier. Hämatit, ein kleines Stückchen. So. Feuer frei. Immer rein mit, immer rein. So. So. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ja, zwecks Goldwaschen, ne? Ist ja eigentlich immer ein dasselbe bei den meisten. Und wenn ihr wirklich mal euch wirklich dafür richtig interessiert, Goldwaschen lernen, da kann ich euch nur empfehlen, schaut mal beim Schwendi auf seinen Kanal vorbei. Gebt einfach mal ein, Goldsu Schweiz Schwendi oder so dahinter. Und der hat ja so eine richtig kleine, naja, ich würde mal sagen, eine Art Miniserie gemacht. Ich finde die wirklich gut. Also, wenn es die damals schon gegeben hätte, als ich angefangen habe, ja, hätte mir einiges erleichtert auf jeden Fall. Deswegen schaut da ruhig mal rein, ich finde es cool. Ich habe es auf jeden Fall schon durchgesuchtet. Nun ja. Ansonsten, was gibt es noch Schönes? Ja. Ach ja, mit der Kamera heute hier das erste Mal. Neuland für mich. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich hoffe auch, dass der Bach nicht zu laut ist. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, auf jeden Fall das Goldnarrer in der Pfanne, sage ich mal, oder hier in der Rinne. Das ist halt mit der Kamera nicht ganz so einfach zu filmen. Dafür werde ich dann natürlich trotzdem wieder das Handy nehmen, weil es macht halt auch einfach bessere Makroaufnahmen wie diese Kamera, die ich jetzt habe. Ist übrigens keine GoPro, nein, denn ist halt teuer alles, ne? Wisst ihr ja selber. Gute gelben Steine. Tordi, letztes Video, haben wir euch wieder verarscht. Die gelben Steine in der Rinne. Jo, na gut. Macht das jetzt erstmal aus und sehen wir uns nachher gleich wieder, wenn es an die Pfanne geht. Jo, ihr Lieben, so zu Hause nun in der Pfanne, das Gold von heute. Die zwei sind eigentlich am schönsten, die sind ein bisschen körnig noch. Jo, da das meiste alles mit Pfanne gemacht worden ist, sag ich mal. Und ja, es war heute etwas schwierig mit dem Waschen, habt ihr ja gesehen. Ich bin trotzdem ganz zufrieden, muss ich sagen. Ist doch noch ein bisschen was zusammengekommen. Schön. Jo. Anschließend, wie gesagt, noch ein Papierchen wieder mit hinten dran und das war's dann auch schon.
Dann bis zum nächsten Mal, Jungs. Macht's gut.